Hallöchen Puppelchen, wie geht's, wie steht's? Heute sind wir in Brasilien unterwegs und zwar mit der Corrida Brasil Robusto Plus. Kostet 6,80 Euro, hat eine Länge von 12,7 cm, Durchmesser von 2,22 cm, was Ringmaß von 56 entspricht. Also eine Puro aus Brasilien und wie ihr vielleicht mittlerweile wisst, bin ich ein Fan von brasilianischen Zigarren, deswegen bin ich da sehr gespannt auf diese hier. Soll halt die typischen brasilianischen Aromen haben, aber doch auch sehr nussig, süß und cremig sein. Corrida Brasil. Ja. Schauen wir mal, wie sie riecht. Also das Deckblatt hier ist schön fein. Leicht ledrig. Also riecht sehr nach Heu und nach Leder. Also vielleicht nach Erde, Leder auch. Und ja, einfach getrocknetes Gras. Dann schauen wir mal, wie sie schmeckt. So, dann machen wir mal den Kaltzugtest. Bisschen Pfeffer kommt auf die Lippen. Ansonsten ja, eher so feuchtes Heu, so in der Form. Ich habe jetzt gelesen, dass sie fast 2 Stunden Smoke hat, deswegen mache ich sie ein bisschen früher an diesmal, auf dem halben Weg schon. Schauen wir mal, wie sie ist am Anfang. Leicht pfeffrig und ja, sehr nach Holz. Also man muss wirklich 6-mal ziehen, bis überhaupt was im Rachen ankommt. Das finde ich ein bisschen blöd. Ansonsten schön cremig, 4,0 so die ersten 5 Minuten. Ja, Pfeffer war auch ganz kurz, so eine Minute, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr zu spüren. So eine gewisse Würze ist da. Und zwischendurch kam auch so ein bisschen Nuss hervor. Aber ansonsten sehr schade, dass man da so oft ziehen muss. Sehr schöne Rückenformationen. Und hier sieht man auch schön die Verwirbelung, so wie die Tabake eingelegt oder gerollt sind. Also ich muss wirklich sehr stark dran ziehen, dass sich überhaupt was im Rachen tut. Jetzt kommt auch wirklich sehr starke Kaffeerösteraromen hinzu, also fast 6,0 sogar. Was mir auch aufgefallen ist, die Zigarre ist übel weich, wie so ein Brot. Wahrscheinlich liegt es halt genau dann daran, der schlechte Zug. Aber Humidor sagt zwischen 68 und 70%. Also der Hygrometer im Humidor. So, der schlechte Zug hat sich einigermaßen eingependelt. Man muss ihn noch 3-mal ziehen. Asche ist schön fest und Abbrand ist gut. Leichte Kaffeerösteraromen sind noch da. Ein bisschen gefallen. Leicht nussige Süße. Und das brasilianische, ja, kommt so ein bisschen durch. Aber da hat mir die Filiger Tobayara besser gefallen. Und Benchmark natürlich die Schuster Iron Shirt. Ja, da kommt ihr auf alle Fälle jetzt nach knapp 30 Minuten nicht dran. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, die 30 Minuten sind jetzt angebrochen. Ja, Kaffeerösteraromen sind auf jeden Fall noch da. Ich würde eher sagen, jetzt Richtung Cappuccino. Leichte Süße ist da. Ja, so zwischendrin ist auch so der Pfeffer wieder durchgekommen, aber wirklich nur so ganz, ganz kleine Momente. Ansonsten, ja, dieses Brasilianische kommt jetzt auch ein bisschen mehr hervor. Auch interessant, dass meine Finger sich total verfärben. Ich weiß jetzt nicht, ob die gefärbt ist. Weiß ich nicht.
Ist jetzt bei 40 Minuten angekommen. Ja, das Brasilianische kommt zum Glück jetzt immer mehr hervor. Es gefällt mir. Aber es ist irgendwie nicht ganz so fein wie die Villiger Tobayara oder natürlich die Iron Shirt. Also die poltert so ein bisschen vor sich hin. War jetzt 3-4 Wochen bei mir im Humidor. Ja. Ja. So, wir sind bei einer knappen Stunde angekommen und jetzt kommen so zartbitter Schokoladearomen hinzu und halt eben noch das Cappuccino-Röstaroma ist auf jeden Fall auch da. Ich weiß jetzt nicht, warum meine Finger sich verfärben, also ich hatte jetzt ja schon einige Maduros, da hat sich irgendwie nichts verfärbt. Die wird ja natürlich auch bei Villiger hergestellt. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob die da farblich ein bisschen nachhelfen. Ja, die Zartbitterschokolade wird immer bitterer. Jetzt kommen so leichte Kräuteraromen auch dazu. Jetzt wird es ein bisschen rauer. Also, ja, ich würde jetzt sagen, die Stärke nimmt jetzt auf jeden Fall zu. Jetzt haben wir noch knapp 4 cm. Ich denke mal, 1,5 Stunden ist es auf jeden Fall möglich. Jetzt sind wir bei 70 Minuten. Jetzt werden die Kräuteraromen, die ich vorhin angedeutet habe, doch sehr dominant. Also es wird halt schon... Ja, leicht bitter. 3,0, 3,5. Was das angeht. Jetzt sind wir ein bisschen stärker. Ja, wegen der Lagerung. Ich kann halt die Zigarre nicht erstmal 2 Jahre lagern und dann Review dazu machen, dann wäre der Kanal tot. Also ich muss halt schon gucken, dass ich sie alle gleich lager und dann halt in absehbarer Zeit eine nach der anderen halt rauche und dann vergleichen kann. Klar ist es nicht ideal, das ist natürlich klar. Ja, also nochmal, der Kanal ist Ziel für mich persönlich, meine Lieblingszigarren zu finden, bei denen ich dann halt im Prinzip immer bleiben kann und davon kaufe ich natürlich dann mehr und die lagere ich dann schön ein. Das ist mein Ziel. Und also quasi so ein Tagebuch sozusagen für mich persönlich, welche Zigarren ich mag und versuche das halt so gut wie möglich zu beschreiben. Und wenn da halt jemand dabei ist, der sagt, hey, es hört sich interessant an, die möchte ich auch mal probieren. Er hat ähnlich wie ich so den Geschmack. Und ich damit dann halt Leuten helfen kann, irgendwie eine Zigarre zu finden, die sie vorher überhaupt nicht kannten. Also das ist eigentlich nur, mehr will ich nicht. Also das ist das Ziel von diesem Channel hier auf YouTube. Einfach für mich ein Tagebuch und vielleicht für den einen oder anderen einfach auch ein bisschen durchzublicken. Es gibt da so viele neue Zigarren, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Auch Privatleute. Ich denke da nur an Sascha Prieser mit seiner Nordlichtzigarre oder Tonio Neugebauer mit seiner super tollen Skeleton. Und da gibt es so viele. Mittlerweile, da checkt keiner mehr durch. So viel dazu. So. Wir sind jetzt bei 80 Minuten. Also immer wieder kommt die Schokolade durch. Ist leicht süße, nussige. Aber immer wieder auch so bitter. Ein bisschen Schokolade, wie gesagt. Ja, also... Ich denke, dass ich ein Montagsexemplar erwischt habe, weil irgendwie poltert die vor sich hin so. Und auch, dass sie so extrem weich ist und dass der Zug so extrem scheiße ist. Ja, vielleicht war die einfach viel zu frisch. Kann natürlich sein. Ich werde sie auf jeden Fall nochmal kaufen. Ist auf jeden Fall überdurchschnittlich. Schmeckt, aber ist ein bisschen rauer. Nicht so fein wie die Tobayara und schon gar nicht wie die Schuster. 3,5 von 5. Also überdurchschnittlich auf jeden Fall. Schmeckt mir schon. Ja, vielleicht kriegt dann etwas bessere Version dann 4,5. Oder eine 5 sogar. Aber 3,5 ist ordentlich. Also alles ab 3,0 würde ich wieder kaufen. Und 3,5 ist überdurchschnittlich. Bis zum nächsten Mal.